Herzlich willkommen auf dem Ralf-Mahr-Magazin. Hinter dieser Baumgruppe verstecken sich die Turmspitzen von Schloss Neersen. Der Frühling hat jetzt wirklich am Niederrhein Einzug gehalten. Die Gänse sind jetzt auf dieser riesigen Fläche, Weidefläche, Wiesenfläche. Hier ist ein asphaltierter Weg. Dahinter ist der Niersee und hier ist ein neues Schild. Dass Hunde angeleint werden zum Schutz der Wildtiere, der Rehe, der Kitze, der bodenbrütenden Vögel, Feldhasen. Ist aber so, da hält sich so gut wie gar keiner dran. Wenn dann Strafen kommen, ist das Gejammer wieder groß. Aber ich muss ganz ehrlich aus der Beobachtung heraus sagen, die meisten Hunde laufen hier nicht angeleint herum. Schön ist immer, wenn die Hunde dann abhauen und die Halter verzweifelt nach den Hunden rufen. Das muss nicht sein. Hier ist ein Naturschutzgebiet, dazu gehören die Wildtiere. Und wenn Hunde einen großen Jagdinstinkt haben, was ja fast jeder Hund hat, der eine mehr, der andere weniger, müssen sie angeleint sein. Aber wen interessiert's? Es wird erst reagiert, wenn harte Strafen kommen. Abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal.